Hallo meine Lieben, herzlich willkommen heute am Mittwoch zu einem neuen One Card Channeling. Ja, ich bin gespannt, welche Botschaft zu uns kommen wird heute. Ich werde gleich eine Karte aus dem Rider-Waite-Tarot herausmischen und dazu eine Botschaft für uns empfangen. Wie ihr wisst, oder diejenigen wissen, die mich schon länger kennen, ich gebe immer, bevor ich überhaupt beginne, ein Video zu machen, die Frage an die geistige Welt weiter. Welche Botschaft ist jetzt für die Menschen, die sich zu diesem Video hingezogen fühlen, besonders wichtig? Ja, das kann natürlich dann nicht immer auf jeden, der hier zuschaut, jetzt zutreffen oder Bedeutung haben. Deswegen kannst du dieses kleine Channeling natürlich auch gerne für dich persönlich buchen. Ja, wenn du sagst, ich möchte für mich mal wissen, was hat die geistige Welt mir denn mitzuteilen in meiner Lebenssituation, dann schreib mir gerne, du findest alle Infos dazu hier im Textfeld unter diesem Video. Ja, wir haben ja am Samstag einen Vollmond im Zeichen des Steinbocks vor uns. Am Freitag gibt es die Sommersonnenwende, also in dieser Woche ist energetisch viel los. Und zur Vollmond-Session, da wird es ein ganz besonderes Thema dieses Mal geben. Das wird lauten, besteige deinen Thron. Ja, werde Königin, werde König in deinem Leben. Ja, es geht ja in dieser Woche um Selbstliebe, um Selbstwertschätzung, in uns eine Verankerung zu finden, ja, wirklich in uns selbst, in unser inneres Zuhause einzukehren, um dann auch vor allem in unseren Beziehungen, ja, nicht vom Thron gestoßen zu werden. Also es wird eine spannende und, wie ich finde, wichtige Session, ja, wenn du auf deinem spirituellen Entwicklungsweg weiter vorankommen möchtest. Die Einladung kommt heute per WhatsApp auf dein Handy. So, meine Lieben, okay, wir atmen mal durch. Welche Botschaft möchte denn heute zu uns kommen, hier in unsere Resonanzgruppe? Um was geht es für uns heute? Okay, wir haben eine Karte. Wir schauen mal. Na, das passt ja in diese Woche. Hier fallen die 9 Kelche. Das ist die Selbstliebe und Selbstwertkarte im Tarot schlechthin. Und wir schauen mal, welche Botschaft durchkommen möchte. Gib mir ein paar Sekunden, ich verbinde mich mal. Vielleicht magst du auch mal tief durchatmen. Wenn du gerade nichts zu tun hast, nicht im Auto bist, dann kannst du auch gerne die Augen schließen und dir diese Botschaft mit dem Herzen anhören. Ihr geliebten Erdenkinder, hier spricht Erzengel Kamuel, Hüter des rosafarbenen Strahls bedingungsloser Liebe. Ich komme heute abermals zu euch, um euch in mein rosanes Licht zu hüllen. Dieses Licht ist nährend, ist schützend und kann euch dabei helfen, euch bedingungslos geliebt zu fühlen an jedem einzelnen Tag eures Lebens. So viele von euch sind Tag für Tag auf der Suche nach Bestätigung, nach Anerkennung und nach Liebe im Außen. Doch dort, geliebte Kinder, werdet ihr nicht fündig werden. Solange ihr den Mangel an Liebe, der in euch ist, im Außen zu füllen versucht, müsst ihr scheitern. Und ich sage euch auch warum. Denn immer dann, wenn ihr selbst keine Liebe für euch empfinden könnt, wenn ihr selbst nicht erkannt habt, wie wertvoll ihr seid, lastet großer Druck auf demjenigen,
den ihr in euer Leben bittet, um euch all das zu geben, was ihr in euch nicht finden könnt. Denn derjenige, der dies dann für euch tun soll, steht unter großer Verantwortung. Denn solange dieser Mensch euch seine Liebe zukommen lässt, geht es euch gut. Doch was geschieht, wenn dieser Mensch beschließt, diese Liebe wieder von euch zu nehmen? Dann fallt ihr in einen tiefen Abgrund aus Trauer und Enttäuschung, weil ihr selbst in euch noch nicht gefunden habt, was ihr im Außen sucht. So geht es für euch jetzt in diesen so herausfordernden Zeiten auf Erden vor allem darum, euer Herz für euch selbst zu öffnen. Viele von euch haben das Herz verschlossen, es hinter dicken Mauern verborgen, aus der Angst heraus, die Liebe von außen nicht zu erhalten oder gar von anderen Menschen verletzt zu werden. Doch ihr dürft euch darüber im Klaren sein, dass ein Herz hinter Mauern weder Liebe geben noch Liebe empfangen kann. So fragt ihr euch vielleicht, wie es gelingt, das Herz offen zu halten und trotzdem den Schmerz der Ablehnung und der Zurückweisung nicht fühlen zu müssen. Sobald ihr euer Herz mit genug Liebe für euch selbst gefüllt habt, so lange ist kein anderer Mensch in der Lage, euch zu verletzen. Das, was ihr als Verletzung von außen wahrnehmt, ist immer nur der Hinweis darauf, dass eine tiefe Wunde der Selbstablehnung noch in euch klafft. Macht euch Gedanken darüber, dass ein anderer Mensch nicht in der Lage ist, euch weh zu tun. Der andere kann immer nur aufreißen, was an Wunden bereits in euch ist. Diese tiefe Urwunde der Suche nach Liebe, des Gefühls, der Liebe nicht würdig zu sein und des Gefühls, euch Liebe verdienen zu müssen. Diese Urwunde bedarf der Heilung. Und kein Mensch im Außen ist in der Lage, diese Wunde zu heilen. Das könnt ihr nur selbst tun. Und wir hier in den höchsten göttlichen Sphären des Lichtes unterstützen euch liebevollst dabei. Denn von uns strömt in jeder Sekunde eures Lebens eine wundervolle Energie bedingungsloser Liebe zu euch. Doch auch diese Liebe kann nur in eurem Herzen Einzug halten, wenn ihr es geöffnet habt. So reißt die Mauern um euer Herz ein, und zwar aus Liebe zu euch selbst. Betrachtet euch dann aus unseren Augen, denn für uns seid ihr bedingungslos liebenswert. Für die Liebe, die euch täglich von uns zur Verfügung steht, müsst ihr euch nicht bemühen. Ihr müsst euch nicht anstrengen und ihr müsst nicht kämpfen. Diese Liebe ist bedingungslos. Es ist die,
die ihr sucht. So sucht sie nicht länger bei euren Mitmenschen, sondern sucht sie bei uns. Denn wenn ihr sie von uns annehmen könnt, wird sie zu eurer. Und wenn ihr in der Liebe und der Wertschätzung zu euch selbst ruht, wird Liebe wie von oben geführt zu euch kommen. Ihr braucht dann nichts zu tun, als darauf zu vertrauen, dass die Menschen in euer Leben finden werden, die diese Liebe in sich bereits selbst gefunden haben. Dies werden die Beziehungen der neuen Zeit sein, in denen sich Menschen auf Augenhöhe begegnen, beide in sich ganz geworden. Und diese Beziehungen bereichern euer Leben. Keiner fühlt sich für das Glück des anderen verantwortlich, denn jeder hat das Glück bereits in sich selbst gefunden. Ich, Erzengel Kamuel, schicke rosafarbenes Licht auf die Erde und du kannst dich in mein Licht hüllen. Dies ist der Anfang deiner Erfülltheit mit dir selbst. Nimm mein Angebot an, weise es nicht zurück. Hülle dich in mein Licht und fühle dich geliebt, unendlich geliebt, genauso wie du bist. Hier spricht euer euch über alles liebender Erzengel Kamuel. Wow, meine Lieben, das war ein langes Channeling. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass mal eins so lang war. Oder mir kam es jetzt nur so lang vor. Also ich glaube, das war wirklich eines der längsten One-Card-Channelings von Erzengel Kamuel. Ich finde das so erstaunlich. Ich hatte nämlich vorhin erst noch eine andere Tischdeko und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich soll heute die rosanen Blüten hier auflegen. Das war mir sofort im Sinn, als Kamuel plötzlich da war, denn wenn ich Kamuel hier bei mir habe, dann erscheint bei mir irgendwie alles in dem rosanen Licht sofort. Und dann wusste ich auch sofort, warum es die rosanen Blüten heute sein mussten. Ja, meine Lieben, die Karte war natürlich jetzt schon sehr passend zu dieser Woche. Ich kann mich nicht an alles erinnern. Das ist immer so, wenn ich die Botschaft übermittle, was Kamuel uns hier mit auf den Weg gegeben hat für diese Woche. Ich glaube, es ist sehr, sehr, sehr wichtig, uns immer wieder vor Augen zu führen, dass unsere Beziehungen, also das heißt die Verbindungen, die wir mit anderen Menschen leben, sei es die Liebesbeziehungen, aber auch unsere Beziehungen zu unseren Familienmitgliedern, zu unseren Freunden, ja, dass die vor allem dann gelingen, wenn wir die Beziehung zu uns selbst als die wichtigste sehen. Denn erst dann, wenn du mit dir eine harmonische, erfüllte, tiefgründige Beziehung führen kannst, das heißt, wenn du dich mit dir beschäftigst, wenn du deine Werte kennst, wenn du deine Bedürfnisse erspüren kannst, ja, bist du auch in der Lage, Beziehungen im Außen einzugehen, die dann wirklich bereichern. An das Wort habe ich mich erinnert. Das ist so schön, ja, dieses Wort bereichern. Eine Beziehung sollte unser Leben bereichern, also reich machen. Ja, uns nähren, uns gute Energie geben. Aber oftmals bleiben wir eben viel zu lange in Beziehungen oder halten Verbindungen zu Menschen aufrecht, die uns überhaupt nicht bereichern. Ja, im Gegenteil, die uns auslaugen.
Und das passt so wunderschön auch zu dem Thema dieser Woche mit diesem Vollmond. Ja, ich habe so diese Wahrnehmung, da geht es gerade mit dieser erdigen Steinbock-Energie darum, wirklich in uns so eine Art Bank zu schaffen an Selbstliebe, an Selbstfürsorge, an Selbstwert. Deswegen passt das für mich so zu dieser Königin, zu dem König. Werde die Königin, werde der König in deinem Leben. Ja, besteige deinen Thron, denn da gehörst du hin. Und dann entwickle diese Standfestigkeit, diese Stabilität in diesen Gefühlen der Selbstliebe und des Selbstwertes, dass dich eben ein anderer Mensch nicht von diesem Thron stürzen kann, dass ein anderer Mensch nicht die Macht darüber ergreifen kann, wie es dir geht, wie du dich fühlst, weil du in dir selbst angekommen bist. Darum wird es in der Session gehen. Ich freue mich mega auf die Session. Ich glaube, es wird eine der wichtigsten, vielleicht sogar eine der wichtigsten des ganzen Jahres, denn dieses Thema, ja, dich selbst zunächst zu erfüllen im wahrsten Sinne des Wortes, bevor du Beziehungen eingehen kannst, die dann auch erfüllt sind. Das wird uns noch lange begleiten, denn wie Camoel so schön gesagt hat, die Beziehungen der neuen Zeit, das werden andere sein, wie die, die wir bisher ja in den letzten 10, 20, 30 Jahren gelebt haben, die unsere Eltern gelebt haben, unsere Großeltern gelebt haben. Ja, spannendes Thema, meine Lieben. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen für euch. Ich rate euch auch wirklich dazu, wenn ihr in Resonanz gegangen seid mit dem Channeling, hört euch das immer mal wieder an. Ja, ich habe so viele Rückmeldungen von Klientinnen und Klienten bekommen, für die ich persönlich gechannelt habe, dass diese Botschaften per se schon heilsam sind. Da geht es gar nicht so drum, dass du das alles umsetzt, ja, oder dass du dich da vielleicht unter Druck setzt, dass du etwas umsetzen musst, sondern allein diese Worte, die da übermittelt werden, die haben eine bestimmte Schwingung und das hat Einfluss auf deine Schwingung. Also es ist ja heilsam einfach, dir das zwei, dreimal anzuhören, vielleicht auch mal abends, bevor du einschläfst, ja. Dein Unterbewusstsein arbeitet dann mit diesen Botschaften. Und es wird natürlich in der Session dann eine ausführliche Meditation geben. Wir werden in der Meditation unseren Thron besteigen. Das weiß ich jetzt schon. Ja, meine Lieben, ich danke dir, dass du hier warst. Ich danke dir natürlich für deinen Kommentar. Wenn du mir einen Daumen hoch gibst, wenn dir das Channeling gefallen hat, freue ich mich auch sehr. Und natürlich freue ich mich, wenn du morgen wieder dabei bist. Morgen am Donnerstag wird es wieder ein kleines Tarot-Reading geben für das Kollektiv der Seelenverbindungen. Ja, nicht nur auf romantische Seelenpartnerschaften beschränkt, sondern auf alle möglichen Seelenverbindungen, die du auch zu einem Familienmitglied oder zu deiner besten Freundin, zu einem Arbeitskollegen haben kannst. Da freue ich mich natürlich, wenn du wieder dabei bist. Ja, jetzt habt einen wunderschönen Mittwoch, meine Lieben. Wie immer zum Schluss von mir eine ganz herzliche Umarmung und bis zum nächsten Mal. Eure Uli. Tschüss.